Hi, das ist der Daniel. Das ist der Maximilian. Und wir stellen euch heute den Beruf des Packmitteltechnologen in Hammelburg bei Mondi vor. Packmitteltechnologen stellen Verpackungen her und wir in Hammelburg stellen Papiersäcke her. Mondi ist ein weltweit operierender Konzern, der sich mit der Herstellung von Papier und Verpackungen beschäftigt. Das Ganze in über 100 Standorten in 30 Ländern. Aber bevor es losgeht, müssen wir uns erst noch umziehen. Da in die fertigen Säcke später auch Lebensmittel abgefüllt werden, ist Hygiene sehr wichtig. Soll der Sack bedruckt sein, können wir die Außenlage an unserer Flexodruckmaschine mit maximal 4 Farben bedrucken. Um das Format und das Druckbild zu ändern, wird für jede Farbe ein neuer Zylinder eingebaut, auf den die Flexodruckplatte aufgeklebt ist. Da es sich um flexible Druckplatten handelt, muss das Druckbild an jedem Farbwerk separat eingestellt werden. Ist der Farbauftrag komplett, wird mithilfe von Maschinenauftrag und Mustersack das Format und die Position des Druckbildes überprüft. Wenn alles okay ist, können wir mit dem Druckprozess beginnen. Anhand des Mustersacks können die Klischees überprüft werden. Diese funktionieren wie ein Stempel. Mein Name ist Christian Grüter, ich bin 23 Jahre alt und arbeite bei Mondi in Sendenhorst als Packmitteltechnologe. Ich bin jetzt im zweiten Lehrjahr. Ich bin durch einen Bekannten auf Mondi gekommen, der schon länger dort arbeitet. Ich hatte mich kurz beworben, hatte ein Vorstellungsgespräch und ein Probepraktikum. Dort war mir dann ziemlich schnell klar, dass ich genau diesen Beruf in dieser Firma erlernen möchte. Für die Zukunft erhoffe ich mir, dass ich meine Ausbildung gut abschließe und eventuell noch einen Techniker machen kann. Bevor die Rohware verarbeitet werden kann, muss sie mit einer Welle bestückt und mit Klebeband versehen werden. Wenn die Rolle fertig vorbereitet ist, wird sie in der Schlauchmaschine eingehängt und angeklebt. Hier befinden wir uns an der Querklebung, die die Lagen miteinander verbindet. Der Klebstoff wird durch Leimpunkte übertragen. Übrigens, die erforderliche Längsnahtklebung wird unmittelbar vor der Faltung aufgebracht. Auf dem Falttisch wird ein endloser Schlauch gebildet, der später auf die richtige Länge geschnitten wird. Auch hier muss überprüft werden, ob die Maschine richtig eingestellt wurde und die Maße des Schlauchs den Vorgaben entsprechen. Mein Name ist Lukas Ornt, ich bin 17 Jahre alt, mache eine Ausbildung zum Packmitteltechnologen bei der Mondi an unserem Standort in Trebsen. Aufmerksam auf Mondi bin ich durch Bekannte geworden, die ebenfalls eine Ausbildung schon absolviert haben. Auf die Arbeitsweise von Mondi einen Einblick zu gewähren, habe ich Fernarbeit sowohl auch im Sommer wie im Winter gemacht. Daraufhin habe ich mich beworben. Als es okay von Mondi kam, habe ich die Ausbildung angenommen. Die Arbeit bei Mondi macht mir sehr viel Spaß. Für die Zukunft bei Mondi stelle ich mir vor, meine Lehre zu absolvieren und noch weitere Jahre bei Mondi zu arbeiten und vielleicht später mal meinen Techniker zu machen, wenn es mir möglich wäre. Die dritte Produktionsstufe ist der Bodenleger, welcher aus dem Schlauch den fertigen Sack bildet. Dafür wird der Boden erst geöffnet und dann mit Leim, Ventil und Deckblatt versehen. Bei Formatwechsel müssen die Spreizer, welche den Boden öffnen, gewechselt werden. An jedem Leimwerk sind speziell gefertigte Leimklischees, die für den richtigen Leimauftrag sorgen. Bei der Qualitätskontrolle wird geprüft, ob Leim da klebt, wo er kleben soll und nicht austritt und den Sack verklebt. Der Arkomat verwendet für jeden Auftrag ein speziell programmiertes Packschema, nachdem die Säcke automatisch auf Paletten abgesetzt werden, um die Stabilität der fertigen Palette zu gewährleisten. Hier wird eine Befüllung mittels Luft simuliert, um zu sehen, ob der Sack das hält, was er verspricht. Für Gefahrgutsäcke werden alle Materialien vor ihrer Verarbeitung auf Längs- und Querdehnung geprüft. Die Testergebnisse werden automatisch dokumentiert.
Mein Name ist Mike Kostmann, bin 20 Jahre jung. Ich erlerne den Beruf Packmitteltechnologe im Werk Mondi Sendenhorst. Wie ich auf den Beruf gekommen bin, durch die Ortsallgemeine Zeitschrift. Da stand eine Anzeige drin, habe ich mich drauf beworben, habe dann auch Vorstellungsgespräch absolviert. Ja, dann einige Zeit später haben sie mir einen Ausbildungsvertrag zugeschickt. Bin sehr zufrieden, das Arbeitsklima ist gut. Für die Zukunft wünsche ich mir halt, dass ich jetzt im Sommer meine Ausbildung erfolgreich abschließe und ja, danach vielleicht noch den Techniker in ein paar Jahren absolvieren kann, dass ich dann halt auch was für die Zukunft habe. Die Herstellung eines Handmusters ist ein wichtiger Teil der Ausbildung und ist ebenfalls Teil der Zwischenprüfung. Es hilft dabei, den Produktionsablauf besser zu verstehen. Die Papierbögen werden von Hand zugeschnitten und aus ihnen wird dann ein Schlauch gebildet. Die Quer- und Längslebungen werden ebenfalls von Hand eingearbeitet. Nun werden Bögen gefaltet und einer von den beiden wird mit dem Ventil versehen, welches dem Befüllen dient. Wenn das Ventil eingeklebt ist, werden die Bögen geschlossen und mit Deckblättern beklebt. Nun ist der Sack fertig. Mein Name ist Sebastian Weser, ich bin 20 Jahre alt und absolviere eine Ausbildung bei Mondi in unserem Werk in Trebsen. Derzeit erlerne ich den Beruf des Medientechnologen Druck, spezialisiert auf den Flexodruck, der vorwiegend im Verpackungsdruck eingesetzt wird. Aufmerksam geworden auf Mondi bin ich durch die Azubien-Studienmesse in Leipzig, bei der ich sehr interessante Gespräche geführt habe und ich mich dann sofort dort beworben habe. Wurde genommen und nun arbeite ich seit August letzten Jahres bei Mondi. Ich bin sehr froh, dort ein Angestellter zu sein, denn die Arbeit macht mir sehr viel Spaß. Man wird sehr schnell in den Produktionsprozess mit einbezogen, was ich sehr gut finde. Ich sehe mir die Zukunft definitiv bei Mondi vor, denn die Arbeit macht, wie gesagt, sehr viel Spaß und ich möchte gerne noch die nächsten 10 Jahre mindestens in diesem Unternehmen arbeiten.